Herr Scholz, Sie haben es mir gerade gesagt, Sie sind der Eigentümer hier. Wir sind hier in Naumburg bei der Modellbahnausstellung. Jetzt frage ich Sie, wie hat das Ganze angefangen? Denn ich sehe, hier wird ja noch fleißig gebaut und gemacht. Und wie sind Sie auf die Idee gekommen? Also es ist entstanden durch die Anlage, die wir zu Hause haben, die Fernsehanlage, die 1983 den Fernsehpreis gekriegt hat in der Sendung Wenn schon, denn schon. Und da hatten wir praktisch zu Hause in der Bahnhofstraße 25 umgebaut und haben praktisch die große Fernsehanlage aufgebaut. In der Sendung Wenn schon, denn schon war die zu sehen. So, und dann war es so, dass ich mit meiner Firma, der Rahmenglaserei, zur Wendezeit außen der Innenstadt raus musste, weil die Innenstadt unter Denkmalschutz stand. Und da haben wir das angeboten gekriegt, von der Treuhand käuflich zu erwerben, das Grundstück. Und das hat dann gleich mein ältester Sohn erworben. Und dann haben wir uns überlegt, was wir machen mit der Immobilie. Und dann haben wir gesagt, weil wir hatten Mieter drin, die haben wir nie Miete bezahlt. Ja, und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, dann tun wir es renovieren. Und wir haben ja praktisch genug Modellbahnzeug schon vorher gesammelt. Und dann bauen wir eine Eisenbahnanlage rein. Und so ist das nach und nach entstanden. In der Zwischenzeit, vor ungefähr 9 Jahren, war in Erfurt eine Modellbahnausstellung, eine große, auf der Messe. Und da stand ein Schild an der Anlage, wir suchen dringend Räumlichkeiten im Umkreis von 50 Kilometern von Erfurt. Und da bin ich mit der Modellbahn von Naumburg dran vorbeigegangen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und haben gesagt, wir haben die Räumlichkeiten. Eine Woche später waren die hier gewesen und haben sich das angeguckt. Waren wir erst bei uns in der alten Anlage, in der Bahnstraße. Und dann sind wir hoch im Betrieb, waren dann aber erst hier drin. Und dann waren wir hinten drin, ja, also in der zweiten Etage, und haben das angeguckt. Und die waren dann auch mehr oder weniger begeistert. Und so ist das entstanden. Ja, und da haben wir praktisch renoviert, mehrere Jahre, auch heute noch. Und sind dabei, jetzt praktisch die größte Anlage aufzubauen von Mitteldeutschland. Aber vorbildgerecht. Also keine Spielanlage, wie heute kam ja wieder im Fernsehen. Und in Nachrichten hier von wir, das ist auch mehr oder weniger eine Spielzeuganlage. Ja. Und naja, und so ist das eben entstanden. Wie Mitglieder hat denn der Modellbauverein? Na, wir sind ungefähr 10 aktive Mitglieder. Also ja, was da Nullanlage ist, ja, der Naumburg-Anlage. Naja, aber man sieht, die Besucher sind doch da zahlreich. Und, Wir haben auch das früher schon gemacht, dass wir immer zur Weihnachtszeit Ausstellungen gemacht haben in der Bahnstraße. Ja. Und da konnten die Besucher kommen und gucken, was wir im Jahr neu geschaffen haben. Ja. Und so hat man immer das Jahr über Publikum verkehrt. Also wenn wir was fertig hinstellen, ja, und die Leute kommen nur ein- oder zweimal. Und so kommen sie immer, weil sie neugierig sind, was wir wieder gemacht haben. Ja, es gibt ja viele Freunde, ne? Das Modellbahn, der Modellbahn. Sagen Sie mal, wenn man hier so die Schienen sieht, können Sie so ad hoc sagen, wie viel mit der Länge, was haben Sie hier verschieden verlegt? Also wenn Sie einen großen Kreis fahren hier, ja, man muss immer dazu sagen, es sind ja zwei getrennte Gleise. Einmal hier in Großjang ist die Trennung auf der Jener Strecke oder auf der Erfurter Strecke. Ja. Und das sind ungefähr 2000 Meter Gleise. Ja. Das ist schon wahr. Und die reinkommen wieder, ja. Egal ob Naumburg, von Gamburg oder von Erfurt, ja, sind ungefähr, die Runden sind ungefähr 10 Minuten dauert, dass er da wieder kommt. Durch die ganzen Schaltungen, ja, die tun sich ja automatisch selber schalten. Aber wir sind ja nur zum Aufpassen da. Ja, und jetzt fahren ungefähr 2 Mann die Züge. Aber mehr oder weniger zum Aufpassen. Ja. Und es dauert immer eine ganze Zeit, ehe jeder Zug passend eingefahren ist. Wir wechseln praktisch nur noch die Loks, wenn sie die Kohlen abgelaufen sind oder mal geölt werden müssen. Ja. Aber sonst sind die immer dran. Aber das soll ja weiter wachsen. Ja. Jetzt sind wir gerade dabei, im Bahnhof Gamburg hier zu machen. Wie gesagt, die ganzen Gebäude bei der zweitältesten Sohn originalgetreu nach. Also es gehen ja von Baukastenfirmen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Zeitaufwand enormer. Das wollte ich schon fragen, weil hier steckt ja viel Arbeit drin. Und logischerweise, wie Sie gerade gesagt haben, ist es ein enormer Zeitaufwand.
woher rührt eigentlich, und das wäre so meine letzte Frage für Sie, das Interesse an Modellbahn? Ja, es gibt, wir haben jetzt wieder ein paar junge Leute dazu bekommen, ja, die es ganz gut machen. Ja. Aber waren die schon immer so begeistert für Modellbahn? Wir hatten früher Landwirtschaft, genau in den Dreieck hier von der Bahn nach Kampenburg, also Klein-Jena rüber, ja. Und da sind wir viel mit der Eisenbahn zusammengekommen, weil wir den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet haben und wussten genau, was für Züge hier kamen. Ja. Da fuhren ja die Dampfloks alles hier. Ja. Da haben wir am Bahndamm Kohle gesucht, die runtergefallen war. Ja. Also es gibt schon schöne Episoden zu erzählen. Ja. Das kann ich nicht. Genau hier haben wir unser Feld nachgemacht. Ja. Da ist eben auch die Kutsche, wie wir hatten, original. Ja. Ja. Wie mein Vater mit der Kutsche rumgefahren ist. Ja. Also solche Geschichten haben wir auch viel drauf. Ja. Das ist natürlich toll. Ja. Das kann man sich schon vorstellen. Da wünschen wir Ihnen erstmal alles Gute und dass das hier mit Ihren Söhnen so wieder klappt und dass das so schön wird. Na ja, sehen Sie. Dann ist ja alles in Ordnung. Aber das muss man auch sein, sonst braucht man hier nicht einzusteigen, oder? Wenn der Fall nicht mitzieht und so weiter, dann ist man erschossen. Genau, das wollen wir doch nicht. Also das bei jedem habe ich gesagt, ja. Ich sage auch, ich ziehe vor jedem in Hut, wenn er seine Orten nicht betreibt. Und nicht alle fünf, wir hatten auch Handwerker und so, die alle fünf Minuten mit der anderen Hobby angefangen haben. Das kostet Zeit und Geld und bringt nichts. Ja. Das stimmt, da haben sie. Und wenn man sieht, dass die Besucher kommen, das freut einen dann. Ja. Ich lerne nur von Jahr zu Jahr mehr. Ja. Schön. Und nun auch durch die große Spur, die wir oben haben, ja, das überträgt sich miteinander. Ja. Die Großen kommen und wir Kleinen haben auch praktisch unsere Freude dran. Das können wir so stehen lassen. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und bedanken uns. Ja, Dankeschön.